So. Schönen guten Abend, Gutox, auch an dich hier in der LPLS. Schön, dass du da bist. Wollte mal fragen, wann der USB-Hub ankommen könnte. Ja, genau, dazu muss ich auch nochmal so sagen: Die ganzen Gewinnspielsachen, ey, es tut mir so leid, ich bin momentan immer noch nicht dazu. Die Sachen liegen alle noch, ich weiß gar nicht, kann man sehen? Warte mal. Da, wo ich jetzt hinzeige, da liegt doch sogar noch die Kühltasche, die T-Shirts liegen da noch. Dann, da wo das Auto steht, eine Reihe weiter, sieht man jetzt nicht, da so ungefähr. Da liegt sogar noch ich weiß gar nicht, das Dragon Age Spiel noch verpackt. Ich bin da noch gar nicht zugekommen. Ich habe momentan so die Ohren voll gehabt. Und das tut mir so leid. Ich würde so schnell auch gerne euch die Sachen zuschicken, aber momentan, ey, das geht alles so drunter und drüber. Und ja, deswegen, also ich versuche natürlich jetzt so schnell wie möglich natürlich auch die Sachen rauszuschicken. Es tut mir so leid, dass es das jetzt so lange hinzieht, aber ihr habt die Sachen auf jeden Fall sicher. Also die kommen nicht weg. Ja, also die kommen auf jeden Fall nicht weg. Die schicke ich euch definitiv noch zu und dann ist auch schon die Aufnahme hat sich schon verabschiedet. Das finde ich ja jetzt super. Für dich, ja, für dich ja auf YouTube geht es jetzt erstmal ein bisschen weiter. Ich rede mal, rede mal, rede mal. Und du willst mich jetzt noch nicht sehen, du siehst mich gleich wieder. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Ich weiß nicht, der Stream hat sich jetzt auf einmal urplötzlich verabschiedet. Ich weiß gar nicht warum. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich jetzt so schnell wie möglich den Stream wieder am Laufen kriege. Was ist denn hier los? Gut, wir haben es ja noch kurz vor 8. Das kann passieren. Dürfte eigentlich nicht. So, vielleicht wollte einfach Twitch nicht, dass ich so viel erzähle. Das kann natürlich auch sein. Ja. So, dann schauen wir mal. Also, ich versuche es dann nochmal jetzt hier auf Twitch neu zu starten. Dann siehst du mal, wie das mal läuft hier. Also, ihr auch auf Twitch. So, also Spiel möchte ich gerne übertragen. Ne? So, dann gehe ich natürlich auf Twitch, mache meine Einstellungen ganz normal. Ihr seht das dann auch mal, wie das so aussieht bei mir. Na, dann habe ich hier alles eingestellt, Dishonored und bla 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 blub. So, dann mache ich hier mal ein Pünktchen hin. Warte, so, dann weiß ich, dass er das geändert hat gleich im Twitch-Stream. Und dann probieren wir es nochmal. Ich starte nochmal und dann schauen wir mal. So, Spiel wird übertragen. Anscheinend bin ich on air. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass, ja. Für dich auf YouTube ist es lustig, weil die Leute im Stream haben das jetzt natürlich verpasst. Du hast es mitgekriegt. Ist mal genau andersrum gewesen. Normalerweise kriegst du auf YouTube die Pausen nicht mit, was wir dann reden. Aber dafür hast du jetzt mal mitbekommen, wenn der Stream abkackt, was dann los ist. Finde ich lustig. Finde ich cool. Muss ich gleich den Leuten, wenn sie wieder da sind, muss ich gleich mal Bericht erstatten. Ja, da bin ich wieder. Ja, ich habe gerade den Stream neu starten müssen. Ich weiß nicht, ich bin auf einmal urplötzlich, plopp, weg war ich. Ja, urplötzlich. Keine Ahnung, was da war. Punkt 8 Uhr. Ja. Ich habe gerade mit den YouTube-Zuschauern mal kurz gesprochen. Hab nämlich gesagt, dass normalerweise ist es ja genau andersrum, wenn man den Livestream, die Aufnahme quasi auf YouTube guckt, kriegt man ja nicht mit, was wir in der Pause so ein bisschen quatschen. Ja, und jetzt war es genau andersrum. Der Stream ist abgekackt, ihr wart weg und ich habe mit den YouTube-Leuten noch ein bisschen geredet. War genau umgekehrt. Also, falls ihr es sehen wollt, müsst ihr natürlich gucken dann die Folge. Ja, ich weiß nicht, was. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was los war. Puh. Ja, da hoffen wir mal, dass es jetzt läuft, dass es jetzt stabil bleibt, der Stream, und dass jetzt nichts passiert, dass wir starten können. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo Klangkasper, auch an dich. Schön, dass du da bist. Gerade kurzer Streamabbruch. Kurz nochmal mit den YouTube-Leuten gesprochen. Warum, weshalb, keine Ahnung, wieso auch immer. Ja, wir spielen heute wieder weiter. Dishonored im Live-LP. Und genau, zu der Asynchronität hatte ich ja schon ein bisschen was gesagt gehabt. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe ein paar Einstellungen gemacht. Spare momentan so ein bisschen auch für Arbeitsspeicher. Und hoffe natürlich, dass der Stream läuft. Ja, jetzt sind die Zuschauerzahlen auch gestiegen. Prost zusammen. Und dann würde ich sagen, wir haben an der Stelle letztens aufgehört bei Dishonored, wo wir das Gespräch belauscht hatten. Ihr erinnert euch, das war letzte Woche Samstag. Ja. Und danach haben wir ja direkt Pause gemacht und abgebrochen, weil wir ja
Soma weiterspielen wollten. Und Soma gibt es heute auch wieder ab 22 Uhr. Und jetzt geht's erstmal los. Ich blubbel viel zu viel und wir spielen erstmal weiter. Hände nicht mehr spüren. Wirklich? Können Sie schon den Tod fühlen? Sie lachhafter Parasit! Was haben Sie gesagt? Lachhafter Gerne. Parasit. Das war schon ein Fehler. Scheiße. Scheiße. Gestorben. Wo ist der? Wo ist er denn? Wo ist der hin? Verdammt, wo ist der hin? Wo ist der hin? Mist. Neutralisieren Sie Oberaufseher Kempel, eliminieren Sie, wir haben, glaube ich, eine Mission haben wir schon, ja, Prost, Hasshoffe, willkommen zur Let's Play Live-Show, Prost. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche und willkommen, Popokop, auch an dich einen wunderschönen guten Abend, willkommen zur Let's Play Live-Show. Die Zuschauerzahlen gehen wieder normal, ja. So, jetzt haben wir aber natürlich total scheiße gebaut. Ich würde jetzt gerne, neu starten, also nochmal neu laden. Weil ich weiß jetzt nicht genau, wo der Typ ist, den wir... Hallo! Wisst ihr was? Ich lade das einfach jetzt nochmal, das Spiel. Ja. Denn, das ist total... Ich habe auch die Steuerung gar nicht mehr im Kopf. Aber er vergiftet ihn ja, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir müssen ihn ja retten, ne, den einen. Aber wie? Aber wir haben ja noch Betäubungspfeile. Das können wir ja auch noch machen. Und, ja, schauen wir mal. Also, okay. Das war schon mal der falsche Spielstand. Dann nehmen wir den hier. Vom 26.09. Das kommt hin. Jep. Jep, das war Samstag. Das müsste hinkommen. So, tut mir leid für den Ladebildschirm. Ladebildschirm. La 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 la. So. Werde Uncharted Drake Kollektion weiterzocken. Österreich sagt Dank. Viel Spaß dabei, wünsche ich dir. Ich muss ihn mir auch noch holen. Der war 35 Meter weg von dir? Was? Wer? Wo? Achso, okay. Habe ich gar nicht gesehen, klang das mal. Sie können doch was vertagen, oder? Ich kann meine... Nein! 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 Scheiße, fuck! Scheiße, fuck! Wieso hat er denn... Ich soll ihn doch... Ach, Mist. Verdammt. Kann der ruhig zu Boden fallen? Ich weiß es gar nicht. Mann, die ewige Jagd zum Ladebildschirm. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kriegen wir es auf jeden Fall hin. Ich denke schon. So, Büro des Oberaufsehers. Wir müssen ihn ja schützen, ne? Sie können doch was vertagen, oder? So. Guck mal, jetzt geht's ihm auf einmal wieder gut. Verstehe ich irgendwie nicht. Verschoner, ob man könnte. Wieso ist der denn jetzt gestorben? Wieso ist der denn. Tut mir leid. Wieso ist der denn jetzt gestorben? Hä? Oder müssen wir ihn einfach. Hä? Jo, bis später, HSV-Fan, Prost! Denkt an, 22 Uhr geht's wieder los mit Soma. Dem Horrorspiel. Ich schau mal. Sie können doch was vertagen, oder? Ich kann meine Hände nicht mehr spüren. Wirklich? Können Sie schon den Tod fühlen? Sie lachhafter Parasit! Was haben Sie gesagt? Der stirbt doch jetzt, oder? Verdammt! Der hat ihn vergiftet. Shit! Mist, der hat den vergiftet. Das heißt, wir müssen viel, viel früher laden. So, warte mal. Machen wir mal 55. Verdammt. Ich bekomme Montag Uncharted Kollektion. Cool, geil. Boah, ihr bekommt alle die Uncharted Kollektion. Verdammt. Ich muss noch ein bisschen warten. Ich bin momentan gerade nicht so... Bin gerade nicht so flüssig. Sagen wir es mal so.
Ja. So, wie kriegen wir denn... Schwierigkeiten, die Nebenstraßen zu sichern. Ein paar Kinder, die spielen. Das ist alles. Campbells. Gut, gut. Und... So, Campbells... Gift zu Campbell schieben, kombinieren, die beide Gläser beide vergiften, Gläser ausschütten, Gläser wegnehmen. Nicht der Kalister, nicht warum? Ach, weg, nein, Gläser ausschütten. So, jetzt dürfte es ja eigentlich funktionieren, ne? Jetzt können wir ja eigentlich... Kernoff können wir ja eigentlich jetzt verschonen und, Campbell könnten wir eigentlich jetzt... betäuben. Wenn wir es hinbekommen, müssen wir jetzt hoffen wir mal, dass es besser läuft. Müssen wir mal gucken. So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. An alle neuen Zuschauer. Mein Gott, 13 Zuschauer. Seid ihr schon wahnsinnig wieder? Mein Gott, ey, ist ja unglaublich. Vielen, vielen lieben Dank. Hallo? Hallo? Guck mal, der ging gerade durch die Tür. Hast du gesehen? Amanda, wir holen sie, wenn wir fertig sind. Dass ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. So, den Campbell. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Was stand da gerade? Warten Sie darauf? Mal eben schnell lesen. Herr Melly, nimm den Pressetagebuch von Obersieur Campbell auf sich. Nicht tödlich, das Zeichen des Ketzers. Da müssen wir mal schauen, dass das jetzt alles ich so funktioniert. Nicht, ich auch nicht. Erst stirbt eine Hure und dann dies. Ein Wein, ein typhianischer Roter. Danke. Was zum... Wer war hier? Entschuldigen Sie, Hauptmann. Ich hatte einen gastlicheren Empfang für Sie geplant. Tja, dann eben auf die harte Tour. Was war das, Campbell? Schon gut. Sie haben Glück, Hauptmann. Ich muss den wirklich guten Jahrgang öffnen. Lassen Sie Ihre Leute hier, sonst müssen wir mit Ihnen teilen. Nun gut, Campbell. Wenn wir unsere Meinungsverschiedenheit damit beenden können... Verdammt. Was passiert jetzt? Ich habe jetzt keine Ahnung, was passiert. Ich kenne es so nicht. Wir müssen beide eigentlich nur neutralisieren. Oder beziehungsweise... Scheiße, fuck. Nein, Verdammt, Mist. Wir freuen uns auch schon. Ihr freut euch schon auf 22 Uhr, das ist so klar. Das ist so klar. Wie kriege ich denn jetzt... Hauptmann Körnhoff muss ich ja verschonen, ne? Scheiße, fuck, ey. Wie mache ich das denn jetzt? Ich bin verwirrt. Ich muss gucken, was jetzt passiert. Ach, die gehen jetzt im Keller wahrscheinlich, ne? Oder? Oder wo? Dann finden die jetzt aber die Leichen. Ich werde dein Versteck finden. Halt die Klappe. Verdammt. Am 10.12. kommt am Morgen Sleep. Ja, ich weiß. Was hast du gesehen? Scheiße. Was mit den Spielchen? Komm raus! Scheiße, 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 scheiße. Wow! Ciao! Fick, 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 fick! Nein, bin ich gar nicht. Ich bin kein... Ciao. Er ist geschickt. Sucht überall. Körner, beschützen Sie mich. Es ist Ihre Pflicht. Wo bist du? Überall nachsehen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hauptmann Körnhoff. Was geschieht hier? Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ziel gerettet. Jawohl. Sehr schön. Ich finde dich schon. Hörst du mich? Ist gar nicht so einfach. Alter Schwede.
kannst dich nicht ewig verstecken. Hier ist er! Oh, 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 oh. Das läuft gerade nicht so geplant, wie ich eigentlich dachte. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Okay. Ich will mir erst die Rune holen. Nimm dir die Rune. Fuck, wir müssen jetzt so vorsichtig sein. So, warte mal, da kommen wir auch raus, ne? So, da müssen wir mal schauen. Was ist denn jetzt unsere nächste Aufgabe? So, ach, warte mal. Ja, ist doch gut. So, neutralisieren Sie Oma aus, Herr Kempel. Müssen wir den erledigen? Verdammt. Aber ich wollte eigentlich keinen töten. Aber was heißt denn jetzt neutralisieren? Verdammt. Reicht es, wenn wir den einfach irgendwo hinschmeißen in die Ecke? Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf. Bälle. Wo bist du? Guten Abend, Flaschenfänger. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und willkommen wieder zum Live-LP von Dishonored. So, wir schauen mal, ob wir den Campbell jetzt irgendwie mitnehmen können. Ich will erstmal hier den Alarm abschalten, der geht mir jetzt voll auf den Sender. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ich weiß, dass du hier bist. Upa. Das war knapp. So. Guten Abend, Sweet Standard. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und auch an die anderen alle. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ja, ihr habt ja alle einen Beta-Key gekriegt. Ich ja nicht. Ich bin ja der Einzige. Ich bin ja wieder der einzige Depp, der wieder keine Key gekriegt hat. Das riecht mich sowas von auf. Müssen wir den jetzt echt eliminieren? Ich will den aber nicht eliminieren, verdammt. Ja, ich hätte auch gerne die Beta gespielt von Need for Speed. Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Kann er nicht einfach mal die Klappe halten? Der geht mir auf den Sack. So. La 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 la. Ich lege den einfach mal erstmal hier unten hin, wo die anderen auch schlafen. So. Leg dich mal dahin. Hättest du was gesagt? Ja, ich habe mich angemeldet. Jeder, der sich angemeldet hat, hat einen Beta-Key gekriegt. Nur ich nicht. Achtung, verstehst diese nicht. Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. In den Hinterhof gehen, Büro des Oberaufsehers bleiben? Nein, bleiben wir hier. Ich würde ja gerne noch das andere Missionsziel machen. Das ist da oben irgendwo. Die Brandmarkierungsanweisungen, da müssen wir noch hin. Jetzt habe ich natürlich keine Betäubungspfeile mehr. Das ist natürlich nicht so schön. Und wir sind aufgeflogen. Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ja, ja, aber ich habe ja meine Kontakte schon vergessen. Hä? Was für Kontakte? Was für Kontakte? 6 Stunden lang. Haben alles von oben bis unten durchsucht und hatten nichts außer der Brühe zu essen, die wir gratis verteilen. Natürlich haben wir nichts gefunden. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Mit wem? Achso, ich wollte schon gerade sagen, mit wem redet der da? Vielleicht hat der Outsider dabei zugesehen. Agent 47 Flexi ist wieder unterwegs. Ja, das stimmt. Ach, da sind die Brandmarkierungsanweisungen.
Nee, ich hab das nicht vergessen. Diese Anlage wird abgeriegelt. Nee, nee. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge. Na, nimm. Nimm noch. Keine Frage. Aber warum Corvo? Ich hab das. Im ganzen Kaiserreich gefoltert. Ich hab das nicht vergessen. Flash and Fango. Mann, nein! Oh, geh da hoch! Geh da hoch! Fuck! Geh doch da hoch! Verdammt! Achtung! Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Alter, das ist laut! Halt doch mal den Schnabel! Ich glaub's ja wohl. Mann, das ist voll lieb von dir, Flächenfänger. Vielen lieben Dank. Aber, so einer bin ich nicht. Also ich brauch da nicht irgendwie. Also ist voll lieb von dir, ja? Voll lieb von dir. Achtung, aber ey, boah, jetzt halt doch mal den Schnabel. Höchste Alarmbereitschaft. Aber, Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ich möchte mich da nicht anderen vordrängeln oder so, dass ich jetzt irgendwie durch Kontakt oder so irgendwie an Beta-Keys komme oder sowas. Also das, so einer bin ich nicht. So. Bewusstlos. Ja, dann muss ich den ja erledigen, oder nicht? Will ich aber nicht. Musste ich machen, tut mir leid. Achtung, so. Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ja. Wenn das jetzt gleich dazu zählt, dass wir den getötet haben, dann müssen wir uns eine andere Taktik aussuchen. Ich würde gerne mich noch ein bisschen umsehen hier. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ach, guck mal einer an. Was haben wir denn da Schönes? Gesundheitselixier. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. So langsam, ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam geht der mir ein bisschen auf den Sack, ne? Also... Bitte, jetzt. Ach, halt doch den Schnabel. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank. Flash Fango ist voll lieb von dir. So. Irgendwer, bitte, Hilfe! Okay. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt Hilfe. Geld nehmen, weggehen. Was haben wir denn da? Alarmbereitschaft. Spendenkästchen des Ordens. Und töten Sie. Zäume die untersten Füße, die es lieben, Grenze zu überschreiten. Sie schreien nicht um die Grenzsteine auf den Feldern anderer Männer. Sie wandern in fremden Ländern. Ihre Sohlen bei ihrer Rückkehr geschwärzt von Ungerechtigkeit. Wohin bist du gelaufen, dass dir nun die Zerstörung folgt? Würdest du den brennenden Kohlen oder Glasscherben, würdest du durch brennende Kohlen oder Glasscherben gehen? Woran dringst du dann in die Häuser der Erbarmen oder in die Höhlen der verdorbenen Dinge ein, wo das Ergebnis das gleiche ist? Wirst du nichts fallen? Du wirst nicht ins Nichts fallen. Stelle stattdessen deine Füße auf sicheren Grund, damit du fest und unverrückbar stehst. Wenn die Winde des Outsiders an dir ziehen und zerren. Jegliche Eindringlinge. Ich nehme das Geld. So. Wenn du es hättest streamen dürfen, dann aber schon, Herr Flexi. Nein. Mir geht's ja darum, mich vorzudrängeln. Also wenn ich jetzt einen Beta-Key gekriegt hätte von EA so, also per E-Mail ganz normal, wie jeder andere auch, wie jeder x-beliebige Zocker auch, so wie ihr seid oder so, und ich hätte dann irgendwie eine Stream-Erlaubnis gekriegt von EA, dann hätte ich es natürlich gemacht, klar sicher, aber ich jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt von irgendjemandem durch den Bekannten arbeitet bei EA, der kennt den und ich kriege dann einen Key und alle anderen kriegen keinen, sowas mache ich nicht. Ne, sowas, also, das finde ich ein bisschen unfair dann anderen gegenüber. So bin ich. So, Tyrial Prime, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Da haben wir alle sowas von. Ja, das stimmt schon, aber ich finde es irgendwie unfair dann anderen gegenüber, wenn ich da spielen darf und ihr dann zum Beispiel nicht. Das finde ich dann unfair gegenüber. Der guckt da schon hin.
Geh weg. Verdammt, der guckt ja schon hin. Das ist ja unfair. Der soll weggehen. Okay. Jetzt habe ich aber die richtige Taste gedrückt. Nicht so wie beim letzten Mal. So, legen wir den mal hier hin. So. Müssen wir erstmal selber umschauen. Müssen auf jeden Fall zurück zum Schiff. Oh, da hinten ist auch noch einer. Nein. Ha. Völlig aufpassen. So, dann machen wir jetzt erstmal hier für YouTube wieder eine Folgenpause und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.